MLM, wie spreche ich Leute an? Ja, hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Matthias Hack und ich werde dir heute verraten, wie du im MLM richtig Leute ansprechen kannst. Als erstes natürlich solltest du dich fragen, was möchtest du als Zielsetzung erreichen? Also möchtest du zum Beispiel Kunden gewinnen oder möchtest du Teampartner gewinnen? Wenn du Teampartner gewinnst, sind diese natürlich in der Regel sowieso sogenannte aktive Kunden. Ja, aber wenn du gute Endkundenprodukte hast, dann kann es natürlich auch Sinn machen, vielleicht erst über das Produkt zu gehen und dann im Anschluss daraus den ein oder anderen Teampartner zu gewinnen. Wenn du zum Beispiel, das ist persönlich mein MLM-Geschäft, im Bereich der Energie tätig bist, dann könntest du zum Beispiel, und das empfehle ich dir grundsätzlich, auch wenn du über Teampartner letztlich gehen möchtest, ich empfehle dir immer als ersten Tipp, über die dritte Person zu fragen. Frage also nie direkt, hast du Interesse, sondern frage immer, kennst du jemanden, der Interesse daran haben könnte, etc., etc. Ja, also im Bereich Energie könntest du zum Beispiel fragen, sag mal, Klaus, ja, nehmen wir an, die Person heißt Klaus, sag mal, Klaus, kennst du jemanden, der eventuell Interesse daran haben könnte, seine Strom oder uns seine Gaskosten um durchschnittlich 200 bis 400 Euro jährlich zu reduzieren? Klaus wird in der Regel antworten, Moment mal, also ich würde auch gern 200 bis 400 Euro jährlich einsparen wollen. Bang, und schon hast du ihn. Ja, schon hat er Interesse gezeigt, er ist also eingegangen, hat reagiert und schon könntest du jetzt darauf alles weitere erläutern. Genauso ist, wenn du jetzt in Network Marketing gehst, über Multilevel Marketing neue Teampartner gewinnen möchtest, dann frage auch nie die Leute direkt. Ja, auch dort gehe bitte über die dritte Person. Du fragst jetzt vielleicht, Matthias, okay, aber warum soll ich denn nicht direkt fragen? Ja, warum soll ich nicht die Person direkt ansprechen? Nun, es ist so, wenn du die Leute direkt ansprichst, dann entwickeln sie schnell eine sogenannte Schutzfunktion. Ja, das heißt, sie gehen quasi in Deckung, sie sind unsicher, ja, und sie werden so in eine gewisse Drucksituation gestellt, die einfach für beide Seiten nicht effektiv ist. Und hinzu kommt, dass du auch dann natürlich das Risiko hast, dass diese Person Nein sagt. Und das ist dann für dich natürlich unangenehm, weil du hast direkt eine Abneigung, auch wenn sie nicht persönlich natürlich zu sehen ist, sondern gegenüber deines Angebotes. Und wenn du aber über dritte Person fragst, ja, dann kannst du ja kein Nein bekommen. Ja, was sagt denn die Person? Im schlimmsten Fall sagt sie, nein, ich kenne niemanden. Ja, und dessen solltest du auch, wenn du über dein Business gehst, wenn du Businesspartner aufbauen möchtest, solltest du auch hier über die dritte Person gehen und dann zum Beispiel die Frage stellen, du sag mal, Klaus, kennst du möglicherweise jemanden, der offen ist, ein zweites Standbein aufzubauen? Ja, auch dann wird in der Regel Klaus sagen, entweder ich kenne keinen, ja, und wenn er sagt, er kennt keinen, hat es dir dann wehgetan? Nein. Hat es ihm wehgetan? Nein. Oder wenn er Interesse hat, wird er sagen, du Moment mal, ich habe selbst daran Interesse oder könnte mich dafür auch interessieren, ein zweites Standbein aufzubauen. Worum geht es denn? Bang, und schon hast du ihn. Ja? Und das ist eine ganz einfache Fragetechnik, die wunderbar funktioniert, ja? Die auch Teampartner von mir eingesetzt haben, die auch dort wunderbar funktioniert und wo du, wie gesagt, erstmal viel einfacher es hast, Personen direkt anzusprechen, wo du keine direkte Abneigung hast, denn ein Nein in der Regel wirst du dort nicht hören. Und selbst wenn du ein Nein hören würdest, wäre es nicht gegen dich persönlich letztlich gerichtet. Und deswegen eine Fragetechnik, die viel besser funktioniert, als wenn du direkt versuchst, die Leute anzusprechen. Ja. Natürlich kann man sowas auch noch auf die Spitze treiben, ja, zum Beispiel direkt irgendwelche fremden Leute ansprechen. Es gibt auch Personen-Network-Marketing, die wirklich hardcore auf die Straße gehen. Ja. Ist natürlich nicht für jeden geeignet, wäre auch nicht für mich persönlich. Ja. Aber es gibt Leute, die sind einfach extrovertiert, die ziehen es einfach gnadenlos durch. Ja. Ich habe gerade letzte Reportage gesehen im Bereich von erfolgreichen Staubsaugervertretern, die dort mittlerweile sogar, ich glaube, Millionäre geworden sind und einfach über so eine Gesprächstechniken auf der Straße ihre Sache stumpfsinnig durchziehen, ja, mit einem sehr, sehr schweren Produkt, mit einem sehr, sehr teuren Produkt. Da kostet der Staubsauger zum Beispiel ungefähr knapp unter 2000 Euro. Doch es zeigt einfach, dass es funktioniert. Ja.
Also ein Ansatz, wie gesagt, wie du definitiv für dein MLM neue Geschäftspartner gewinnen kannst, egal ob es klassische, klassische Verbrauchsprodukte sind oder ob es ein Staubsauger ist. Ja. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten in dem Bereich oder diese Arbeitsweise funktioniert in, ja, generell bei allen Produkten im Multilevel-Marketing. Das war's zu diesem Tipp. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Liebe Grüße aus Schwerin, dein Matthias. Ciao, ciao.